Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute tun wir grillen. Dieses Video wird gesponsert von Ridley. Was machen wir, wenn wir nicht filmen? Wir entspannen uns, wir lesen mal ein Buch oder ein Magazin. Und da gibt es was Neues, egal wo wir sind. Wir sind in Urlaub, nehmen wir ein Magazin oder ein Heft, Buch, kann man alles lesen. Das in App. Für 99 Cent, da sind 7000 Magazine in drin. Bitte schauen Sie rein. Für 99 Cent. So, dann nehmen wir den Handy, machen wir es auf. Was möchte ich jetzt? Und Urlaub, ich möchte jetzt wissen, was meine Heimat los ist. Dann lese ich meine Heimat, was los ist. Und dann gucke ich was anderes. Kochen, Rezept mal gucken. Andere Magazine mal anschauen. So vergeht dann auch Zeit und das kann sich so super bereisen, 99 Cent. Also das gibt nicht nur Packen und Kochen, es gibt jede Menge Magazin. Link in der Infobox, bitte nachschauen. Da nichts gibt's, gibt's nicht. Aber man muss nur drücken, ist schon da. Dann lese ich alles, was los ist, meine Heimat, wie gesagt. Murat, lest du auch ein Magazin? Ja, also die App ist halt super, ne? Ja. Es ist ja so günstig, 99 Cent im Probemonat. Und ich lese da halt gern, weil immer alles aktuell ist. Das stimmt, das ist gut. Man muss nie rausgehen und es kaufen. Ja. Und es ist super. Ne? Für 99, ist ja praktisch. Was ist 99 Cent? Das ist halt gar nichts. Ne? Das ist ja nichts mehr heute. Aber diese Heft, 7000 Heft, hast du zur Verfügung. Das ist der Hammer. Ja, die Auswahl ist der Wahnsinn. Ja. So, ich lese jetzt meine Magazin Ende und dann geht es mit dem Grillen weiter. Bis gleich. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 1 Kilo bunter Paprika, 1 Kilo Tomaten, 400 Gramm Hackfleisch, Rind und Lamm gemischt, 800 Gramm Hähnchenbrust, bitte Würfel schneiden, 400 Gramm Geflügelwürstel haben wir. Hier habe ich 2 Chili, 4 Zehen Knoblauch und Handvoll Petersilie. Bitte alles mixen, sieht dann so aus, wie ihr seht. Wir fangen mit Geflügel an. So. Ich mache jetzt Geflügel ein bisschen anders als. Da tue ich mal ein bisschen rein. So, okay. Jetzt kommt dann halt das Hähnchengewürz. 3 Esslöffel, 3 Teelöffel. Tu mal rein. Das wäre kein Esslöffel. 1 Teelöffel Chili. 2 Teelöffel Salz. Und Teelöffel Pfeffer. Habe ich alles, gell? Ja. Öl, bald. Olivenöl kommt noch rein. So, fertig. Bisschen umrühren. Gucke ich mal die Farbe, ob das gut ist. Sonst mache ich noch ein bisschen süße Paprika rein. Wenn nichts gut ist, Farbe. Ich glaube, ich mache es noch rein. Noch ein Teelöffel süße Paprika. Voll. So, jetzt. Jetzt geht es bestimmt besser. Öl ist so wenig. Noch ein bisschen Öl. Fertig. Jetzt tun wir Hühnchen noch rein. Fertig. So ist es. So schnell wird. Ein bisschen umrühren. Bitte gut umrühren. Nicht vergessen. So. So, fertig. So, die tun wir jetzt zudecken. 1 Stunde Kühlschrank. Fangen wir mit Adana an gleich. Wir fangen jetzt mit Adana an. Das mache ich echt mal weg. Wir brauchen ein bisschen Platz. So, nehmen wir so einen Schüssel, tue ich hier rein. Hallo, jetzt habe ich. Hackfleischgewürz kommt da rein jetzt. 2 Teelöffel. Und dem Paprika, Petersilie und Knoblauch kommt auch rein. Machen wir. Ja, ein bisschen mehr noch. Gut, fertig. Salz, ein Teelöffel, noch 1,5. Pfeffer, 1/2 Teelöffel. Und süße Paprika, auch Teelöffel. Chili ist genug drin, aber ich mache nochmal 1/2 Teelöffel Chili rein.
Jetzt kommt noch Olivenöl rein, ein bisschen fertig. So, den muss man mit Hand gut bearbeiten, wie sie, als wären sie Teig bearbeiten. Wenn sie nicht gut arbeiten mit der Hand, dann hebt es in den Holzspieß nicht, weil tun wir den Holzspieß rein. Die muss man 4-5 Minuten mit Hand bearbeiten. Bis gleich. Die Adana ist jetzt fertig, der kriegst du zu. Okay, die tue ich auch Kühlschrank rein. In einer Stunde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Jetzt fangen wir mit dem Holzspieß an. Ich habe die Holzspieß in Wasser drin gelassen. Wenn man nichts Wasser ist, dann trocknen sie halt in dem zum Grillen. Okay, ich tue jetzt den Paprika ein bisschen schneiden. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Was? Sucuk habe ich vergessen. Im Kühlschrank habe ich noch Sucuk. Wir machen auch noch Sucuk natürlich. In Spießer rein. Wir haben Sucuk vergessen. Ja. Unser Lieblings. Ich lasse es durchgehen. Okay, aber ich zeige jetzt erstmal den einen. Dann kann ich auch Sucuk nachher irgendwann Spießer rein tun. Oh, muss ich aufpassen, meinen Finger. Ja, die Porsche noch. Kann ich mal rot, aber egal, ich mache grüne rein. So. Okay, ich mache jetzt so 10 Stück mache ich jetzt. Natürlich hole ich den Sucuk und mache ich den Sucuk auch Spießer rein. Wir sehen uns draußen, wenn alles soweit ist. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Eine Stunde ist jetzt rum. Nehmen wir das weg. Probier. Das auch. Okay. So, gut. Wir fangen mit Adana an, erstmal. Dafür nehmen wir den flaches Holzspieß. Okay? So, nehmen wir ein Stück. Warte mal, wie viel da? So. Gut. Tun wir es hier rein. So verteilen halt. Umdrehen. Desto, wenn es so viel ist, wieder vorne. Bisschen schwer, aber es geht noch. So sieht der Adana aus. Echt ist jetzt fertig, lege ich mal hin. Jetzt zeige ich noch ein Hündchen, dann nehme ich halt den kleinen. Tun wir auch mal eins rein. Guck mal, wie viel da reinpasst. Zwei. Nehme ich da. So. Okay, so. Lege ich auch mal hin. Ich lege es hier. Weil ja. Da kommt Adana hin wegen dem, okay? Ich mache so weiter, wenn alle fertig ist, dann gehen wir gerade noch grillen. Bis gleich. Wir fangen dann jetzt zum Grillen. Erstmal ein bisschen Öl bitte drauf im Grill. So, auch mal, bis, noch einen Moment. Jetzt, so. So, jetzt tun wir. Jetzt kann man anfangen. Was fangen wir mit dem Spieß an? Ich lege mal hin, am besten so. Adana hier. Oh, oh, oh. Was noch? Sucuk vielleicht noch? Jetzt wir haben so viel. Ich bin schon satt. Ich bin nicht satt. Hallo? Kommt auch noch. Oh, das bin ich. Ich bin ja nicht so im Rest. Was will ich noch mehr? Ja, bitte. Haben wir noch mehr? Ah, die Tomate habe ich vergessen. Weißt du, Paprika? Ja. Oh. Ja, egal. Halt. Moment. Dann tun wir ein bisschen Öl. So. Die Grün noch. Mal ja, mal jetzt da. In der nächsten Woche. Okay. Dann mal das. Achso, noch eine. Kein Platz. Ja, egal. Jetzt. Muss man natürlich jetzt noch drehen. Noch. Brauchen jetzt lang. Vielleicht 2-3 Minuten. Dann kann man sie dann drehen. Jetzt können wir mal drehen. Wir können ja mal kontrollieren natürlich, ne? Der sieht ja gut aus, hat ja schon Farbe. So. So.
Adana. Wunderbar, Adana ist auch gut geworden. Oh, das heißt, das mache ich natürlich. Wahnsinn. Jetzt kommt auch die Sonne. Jetzt kommt alles gleichzeitig. Ja, genau. Ja. Wie sieht das aus? Ja, die brauchen noch die Arbeit, gar nicht besser. Ja. So. Okay, nochmal 2-3 Minuten, dann können wir gleich servieren. Dann tut links da drauf. Jufka habe ich schon vorgemacht. Schick mal hier drauf. Da werden die auch warm. Fisch, gut, bis gleich. Wir sind jetzt fertig, jetzt können wir servieren. Brot ist auch warm. Tun wir Brot hier drauf. Oh, Scheiße. Oh. Gut. Boah, heiß noch. Ich muss ein bisschen meine Hände putzen. Ich muss Vorsicht, Vorsicht, ja. Lieber. So. Glück. Nehmen wir noch Adana. Du riskierst alles, ey. Was wir nicht, ja, wir riskieren unser Leben für ein Video hier. Ja, also öffnen wir. Der passt ja gar nicht mehr rein. Der Teller ist zu klein. Hä? Der Teller ist zu klein. Ja, aber für einen. Ich tue nur zwei rein, okay? Ja. So. Und der ist vielleicht so ein Farbe. So, okay. So kann man es dann servieren. Komm her noch. So kann man es servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit gegrilltem. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.